Moin, moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Because Gaming is Fun Goes. Wir haben heute den 20.03. Freitag und das bedeutet, heute ist Zeit für das fünfte Viertelfinalspiel zwischen den Hamburg Freezers und der Düsseldorf EG. Gehe ich natürlich wieder hin. Ja, ihr seht, ich bin am Hamburger Hafen, 6.20 Uhr haben wir es. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, wollt euch schon mal begrüßen. Euch mal schicke Impressionen vom Morgen hier in Hamburg geben. Ist nur kurze Zeit im Jahr, so ungefähr eine Woche, wo man den Sonnenaufgang so schön sehen kann. Finde ich immer ganz schick. Wollte ich euch dran teilhaben lassen. Und ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen arbeiten. Habe ich richtig Lust zu, aber was willst du machen, ne? Ich melde vielleicht in der Mittagspause nochmal wieder oder sowas. Vielleicht auch nicht. Vielleicht melde ich, weiß ich nicht. Wir sehen uns. So, hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Arbeitstag ist überstanden. Bin jetzt auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise erstmal ein bisschen einkaufen, ein bisschen Verpflegung fürs Wochenende, was zu trinken, vielleicht ein bisschen was zu knabbern. Brotbelag müsste ich haben. Ich hoffe, ihr versteht was. Ich bin hier gerade an der Hauptstraße unterwegs. Ein paar Autos fahren hier rum. Ein paar ist gut, viele Autos. Ja, wir haben es jetzt gleich 3:30 am Nachmittag. Ja, wie gesagt, ich schätze mal gegen 4 bin ich zu Hause, dann ist noch 2 Stunden entspannt angesagt und dann geht's langsam los zum Spiel und jetzt gucken mir bestimmt 1000 Leute da in den Bus zu. ja, nee, auf jeden Fall, ich bin hundemüde, aber egal, nachher beim Spiel wird wieder Gas gegeben, auch dass wir das 3-2 in der Serie holen und ich würde sagen, ich melde mich irgendwann später wieder, ne? So, liebe Leute. Kurz vor 6, geht gleich los zum Spiel. Wie vorhin schon angekündigt, ich bin hundemüde, aber Hockey geht immer. Hockey muss immer. Schon wieder ein Spielmontur hier. Schal, Trikot muss sein. Blaues LED-Bändchen um. Leider sind heute nicht so viele Tickets weg, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mal gerade 8000 waren heute Morgen weg. Für einen Freitagabend ist es ganz schön dürftig in den Playoffs, wie ich finde. Ich hatte mit nahezu ausverkaufter Hütte gerechnet, aber da haben die Fans dann habe ich wohl nicht so Bock drauf. Naja, ich warte jetzt gerade wieder auf meine Begleitung. Dann geht's gleich los Richtung Arena. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was für ein Spiel heute kommt, ne? Ich denke, die 2 Tage Pause werden den Freezers richtig gut getan haben. Und auch wenn heute nicht so viele Fans da sind, wir decken denen den Rücken, machen richtig Stimmung. Und dann werden wir die Düsseldorfer schon irgendwie packen. Ich melde mich später wieder. Alles klar. Ja, auf jeden Fall 1-0 Freezers, kann so weitergehen. Hitziges Spiel hier, technische Probleme. Mal sehen, wie es weitergeht.
Bei den anderen beiden Spielen steht es 1-1 zwischen Ingolstadt und Iserlohn und Nürnberg für 2-0 gegen Mannheim. Das ist schon überraschend, finde ich. Also, die kämpft noch um den Erhalt im Viertelfinale. Sie hatte das alles entscheidende Spiel da. Ja, wir haben jetzt erste Drittelpause. Ein bisschen abwarten, wie das Spiel weitergeht. Bin mal gespannt. Wir starten im Powerplay ins nächste Drittel. Könnte heute klappen, würde ich behaupten. Sieht gut aus. So, ich hoffe, man erkennt was. Irgendwie nicht so wirklich. Drüben gegenüber in der Imtech Arena spielt jetzt gleich der HSV gegen den Hertha BSC Berlin. Arena füllt sich allmählich. Moment, ich muss kurz gucken. In einer Viertelstunde geht da das Spiel los. Noch lange sind nicht alle Fans drin. Drückt mit dem HSV mal beim Rundball die Daumen. Aber entscheidend ist natürlich das Spiel der Freezers. Fußball geht mir ziemlich am Arsch vorbei, muss ich gestehen. So, liebe Leute, zweites Drittel rum. 1-1 der Stand jetzt. Hamburg hat sich ein dummes Tor von Düsseldorf gefangen. Sehr vermeidbar, würde ich behaupten. Wir haben den Punkt vor dem Tor einfach nicht wegbekommen. Ja, 1-1 jetzt, ein Drittel ist noch zu spielen. Wir starten in Unterzahl ins nächste Drittel. Ja, in den anderen Arenen Ingolstadt, Iserlohn 2-2 und Mannheim, Nürnberg 2-3. Drüben beim Fußball steht es noch 0-0 zwischen Hamburg und Berlin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hole mir was zu futtern. Bis später, Leute. Die 47. Spielminute Strafe gegen die TEG, die Nummer 23. Daniel Kreuzer bekommt 2 Minuten für Haare. Bei Düsseldorf ist runter. Und wir mit Unterzahl. Mal sehen, was das wird. Da halten wir einfach mal drauf. Okay, das war ein schnelles Tor von Düsseldorf. Wah, wah, wah. We'll be right back.
Ciao. So Leute, Spiel ist rum, ihr habt es gerade gesehen. 4-2 Sieg Hamburg Freezers, das 3-2 fiel durch. Hier durch Morten Madsen. Nee, Quatsch, warte mal. Es stand ja 1-1 nach dem zweiten Drittel. Hamburg ging mit 2-1 in Führung durch Morten Madsen. Baut auf 3-1 aus, auch durch Morten Madsen. Dann kam die Düsseldorfer nochmal ran in doppelter Überzahl. Und Adam Mitchell dann in Unterzahl, das Empty Netter. Also Hamburg Freezers gewinnt 4-2 gegen die Düsseldorfer EG. Haben führen damit wieder 3-2 in der Serie. Sonntag kann jetzt alles klar gemacht werden. Hoffen wir es mal. Ich habe keinen Bock auf ein Spiel 7. Das ist nichts für meine Nerven, muss ich gestehen. Ja, ich würde sagen, ich melde mich später von zu Hause oder so nochmal wieder. Wir sehen uns. So Leute, das Video neigt sich dem Ende. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Da hinten stolz die Freezers-Flagge gehisst. Da die Freezers Badfish. Ja, das Spiel ging 4-2 für die Hamburg Freezers aus. Letzten Endes verdient. Würde ich behaupten, ja, steht jetzt 3-2 in der Serie. Sonntag kann alles klar gemacht werden in Düsseldorf. Ich war ja am Überlegen, ob ich mit nach Düsseldorf fahre, aber ich glaube, das werde ich sein lassen. Ich muss mich einfach mal wieder ein bisschen ausruhen. Ich bin schon dauerhaft übermüdet. Von daher werde ich mir vermutlich das Spiel hier irgendwie im Live-Ticker oder sowas geben. Vielleicht überträgt Servus TV oder Laola 1 TV das Spiel hier auch. Das wäre ziemlich geil. Dann könnte ich mir das richtig angucken. Ja, Fazit zum Spiel. Lief gut. Richtig geile Stimmung. Waren zwar nur 8.800 Leute da. Verhältnismäßig wenig. Aber die Stimmung war der Oberhammer. Also Respekt heute mal an die Freezers-Fans. Heute haben wir die Düsseldorfer nicht zu Wort kommen lassen. So kam es zumindest für mich rüber. War mal eine richtig gute Leistung der Fans. Kann ich mir nicht beschweren. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, morgen werden sich meine Stimmbänder ein wenig beschweren, weil alter Schwede habe ich rumkrakeelt. Aber gut. Ja, Endergebnisse der anderen. Die Adler Mannheim haben gegen die Thomas Sabo Ice Tigers in der Overtime mit 4-3 gewonnen. Heißt, Nürnberg ist im Urlaub, Mannheim im Halbfinale. Und ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht genau, ob es schon einen Gewinner bei Iserlohn Ingolstadt gibt. Eben gerade, wo ich geguckt hatte, stand es 3-3 in der Overtime. Also gut möglich, dass die noch spielen, weiß ich gerade nicht. Ich habe jetzt gerade auch kein mobiles Gerät zur Verfügung, wo ich mal nachgucken könnte. Aber was soll's, in der Serie steht's, oder ja, steht es momentan noch 2-2, heißt, da wird es keine finale Entscheidung geben. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug gequasselt. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und wir sehen uns entweder am Dienstag zu Spiel 7 wieder, was wir natürlich alle nicht hoffen, weil das wäre absolut nichts für die Nerven. Oder, ja, irgendwann zum Ende nächster Woche, da müsste das Halbfinale losgehen. Also das erste oder zweite Spiel, je nachdem, ob wir das Heimrecht haben oder nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge von Because Gaming is Fun Goes. Haut rein. Ciao.